Cured? Das nicht. War da Curing ins Wort drin? So, jetzt wird er. Let's go here. Mit Ihnen habt ihr sein von der Smarius. Ihren Pastor Norman Astarpions in Stenrich. Und er fühlt sich hier angucken. Und er denkt, ich jürn. Geht mir schön. Und ich mein Gebet ist, dass Gott was sehen, Gott was leiden und führen und dass Gott was reden und dass er bloß was mir brücken muss und steckt Gereitschaft hier. Das ist eine gewisse Zeit drei, dann rede ich mit einer Person und wir reden von alles, was passiert. Ich habe viele, was ich mache, und es sind sehr viele Kinder, die jeden Tag allein bleiben. Vorher waren angebracht, früher waren angebracht. Und da Kinder sind begossen, die nicht essen. Und da Mamas bleiben allein. Und schreckliche Dinge passieren in uns Land. Dann sagt diese Person, dort kann einmal nicht, dass du ein guter Gott bist. Wenn du ein guter Gott wirst, was du live hast von Menschen, was du was an Raum gibst, was hier auf dieser Welt passiert, dann würde all das nicht passieren. Dann würde du was mit tun. Dann würde ich was tun, dass die Kinder nicht ohne Eltern blieben. Dann würde ich was mit tun, dass die Männer nicht was dort gemerkt haben, die früher blieben allein. Dann würde ich was tun, dass ich jemanden unerschreit gebe. Wir vertellen stets hier wieder und ich sage zu der Person, ich glaube, Gott hat was getan. Gott hat was. Gott hat die hier Hand gesagt über die Welt. Und Gott hat mir hier Hand gesagt. Und wer nicht steht, das sind die nicht. Und dann habe ich nicht lange mehr vertellt nur dem. Ich hoffe, dass was Bibelfersen lesen, die werden dann soll ihr lesen. Ich werde hier noch einmal lesen, Plottich. Sehr, sehr bekannte Bibelfersen. Und vielleicht habt ihr hunderte oder tausende Botschaft gehört von diesen Tags. In Norman früher hat gesagt, wir diesen Tags kriegen Brücken für die Botschaft. Sag, wo du an reden, mir hat schön du an reden, ich glaube, es ist ein interessanter Tags. Über ein sehr alterischer Tags. Und da, in denk, wo wir viermal sehr alterischen Unkehren. Und dort von Matthäus Kapitel 5, Vers 13, durch 16, Jesus hat gesagt, all die Menschen gesammelt, sie werden in Sinapuchi hier und du bist ein Boy, aber wir vielleicht nicht gerade Sinapuchi, aber sie werden ein Boy, und wir ein Pott von der Berg predigt, und Jesus hat die Menschen rund am Arm, und dann fängt er an zu vertellen, und er ging wieder in den Raum, und dann sagt Jesus dort, Matthäus 5, 13, durch 16, je sind dort Salz, aber ihr, wann aber dort Salz den Geschmack verlässt, wer kann dort weiter salzig merken? Das stand nicht mehr zu brücken. Die können dort bloß noch einschäden und von den Menschen verklingen lassen. Die sind dort Licht von dieser Welt. Dort ist allmählich eine Stadt verstärken, da beim Boy Licht. Kein Mensch steckt eine Lampe an und bestellt die dann um ihren Armer. Der wird doch auf den Lampenhüller gestellt, dort du vor alle im Haus Licht hast. So lud doch kein Licht vor den Menschen schienen, dass sie jene Gilde Wolken sein und jene Futter im Himmel dafür loben. Hier sind zwei Dinge, was Jesus mitbringt. Ein ist Salz und ein ist Licht. Wer von jenen, und hebt die Hand ab, wenn du friert hast, die nicht weg, wer von jenen übernimmt sich ein Werk, ganz ohne Salz zu leben? Hebt die Hand ab. Ganz ohne Salz. Eine Person. Wer von jenen wird eine Monat? Wer schock? Ach, gut, hier ist eine Variante. Ne? Salz ist für uns als Menschen so etwas wichtig, so eine Sache, wo wir glauben, wir wollen gleich Vorrichtung mit, durch uns. Wir machen Salz haben, alle wehen. Wir gleichen alle Fleisch zu backen, nicht? Ferne Tiebe und so, das ist schmutzig sein. Aber du machst ein bisschen Salz ab, anders sei, weil das Fleisch schmeckt nicht schön. Du machst Salz bei uns und die Irrschatten und die Schaublenden, wo immer. Ich bin sehr nicht schädig, weil diese Sester hier dort, weil ich mal und mal nach für die Frau sein. Das ist ja für andere Wege, nicht? Aber Salz ist ein sehr, sehr notwendiges Ding. Und unser Körper braucht eben Salz. Unser Körper braucht Salz, damit ich funktionieren kann. Und es gibt verschiedene Salz. Es gibt Salz, mehr Salz, und es gibt das wird gebleichte Salz, und es gibt verschiedene Sorten Salz. Aber Salz ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und dort wissen die Menschen all ein paar tausend Jahre drei. Und dort wissen Jesus all. Und steht er vor den Menschen und sagt, weißt du was, Menschen? Die sind das Salz auf dieser Welt. Und was glaubt ihr, dacht Jesus, oder woran seht Jesus, dass die sind das Salz auf dieser Welt? Glaubt ihr, Salz ist wichtig im Leben? Wer glaubt das? Der Half ungefähr. Wer ihr Half glaubt, nicht das eine bloß nicht. Salz ist wichtig in uns Leben. Sehr wichtig.
Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz auf dieser Welt, und was glaubt ihr, dacht Jesus? Ich glaube, Jesus probt zu sagen, die Menschen, die sind wichtig auf dieser Welt. Die Kinder Gottes, die sind wichtig auf dieser Welt. Dort fehlt die Welt an Jünd. Dort fehlt, dass die hier sind. Dort fehlt, dass die hier einen Unterschied merken. Und wenn das Salz und ich bin es, wenn die Kinder Gottes, wenn die Christen dort auf der Welt nicht sind, und ich sehe nicht Plotisch, ich sehe Christen, und wenn du nicht sind, dann fehlt dir was. Dann ist dir was, was den Menschen fehlt, dann ist dir was leidet, und die Menschen wollen nicht so reich vor dich tun. So, mir jankert einfach durch dich hier ein paar Dinge, was das Salz, und wenn Jesus sieht, die als Menschen sind, das Salz auf dieser Welt, was meint er dann? Was probt er zu sagen? Und was dacht er? Und ich weiß lange nicht alle Dinge, vielleicht an was Jesus dacht. Aber das sind ein paar Dinge, was Salz tut, und uns alle schritt leben, und uns umgehen, und uns in Körper. Und was ich glaube, wo Jesus andacht, was wir als Christen, als Kinder Gottes, in dieser Welt sollen tun. Und ein interessanter Ding ist hier, er sagt nicht, die sollen Salz sein. Wird so ein Fan sein, wenn jemand würde Salz sein in dieser Welt. Er sagt nur, die sind das Salz. Yes. Entweder die sind das schlechte Salz, was alt geworden ist, nutzt nicht mehr zu brücken, und die Leute nur in den Stank, oder ein schlechter Geschmack, oder überhaupt nicht mehr. Und er sagt nur, in den Falsch, falsch dritt hier, dass man Lust noch zu brücken, zum Rutschmieten. Am Wach, keine Menschen, die überall, das ist nicht mehr. Er sagt, die sind Salz, ja, wie sind. Dass wir kein Unterschied merken. Und dass wir vielleicht noch ein Trouble sind für die anderen Menschen. Oder sagt er, die können auch selbst wählen, das ist eine Entscheidung, gutes Salz zu sein, wo du einen feinen Geschmack gibst in andere Dinge. Sag mal, wenn es Feierdinge rütteln, rütteln, was das Salz? Nummer 1, zu was brückt die Salz an jene Jack? Das kann die Mana sein. Zu was wird Salz gebrückt? Ich sehe das all. Zu einem Geschmack beibringen. Und meist alle Sazonadores, was das in Eten angetan wird, das gut schmeckt, du hast Salz an. Die Wasser ist von Salz. Du musst Salz an sein. Und wie sage ich, das Salz schmeckt sehr schön auf den Steak. Wie sage ich, das Fleisch schmeckt schön, nicht? Oder das schmeckt nicht schön. Dann musst du dir mit Salz an. Salz gibt einen guten Geschmack an unsere Kirche. Salz gibt einen guten Geschmack an das Eten, was wir haben. Und das, was Jesus sagt, wann er sagt, hier sind das Salz, wie sind das Salz auf dieser Welt, dort wo du und ich sind, lutet eine Schweig sein, lutet einen Starb sein, manke Nubasch, lutet eine Schell sein, eine Fabrik, wie du Arbeit, wo wir sind, so wie aus Finger Gottes, in guter Geschmack loten. Dort, wann Menschen mit uns taub sind, dort der das schön schmeckt, dort der sich freuen du an. Und wenn ich du nennen kommt zu dir, dort der sich freuen, nicht hemter. Ich glaube, ich kann alle so eine Menschen, dort, wenn du zu dir nennen kommt, dann fallen die Schilder mir zerauf, nicht hemter leider. Aber wir haben auch alle so eine Menschen, dort, wenn die du nennen kommen, dann freuen wir uns. Und ich denke, besonders an eine Person, die kein Freund, auch von vielen Jahren, auch von uns wie in der Jugend wären, sehr viele Jahre sind noch nicht, aber schon viele Jahre, mit den Menschen taub sein, das gibt ein Sehen, das ist Salz. Die brücken nicht besonders sein, die brücken nicht besonders tun, du bist bloß mit denen taub und du fällst sie abgebüht. Das fällt sich fern. Der Lad wird an dein Leben, in guter Geschmack, ohne dass du viel gehört hast, ohne dass du viel zu dir reden hast, bis mit den Taub sind, die schön. Das wird Salz. So ein einfaches Ding, klein bisschen wird es, ist nicht mal gut zu sein, aber merken gerade an ihr Schritt. Das wird du und ich, die Raub sind zu tun auf dieser Welt. Vielleicht die Arbeiter, die anabrechtig sind, vielleicht in die Schweig, die andere nicht hätten sind, vielleicht in Darb, wo man eine Striderie ist, du in ihr Schritt merken. Und wenn die sagen, ich komme da hin, du kommst da hin, dass er sich freut, nicht kommt dieser, nie wird eine Lösung geben, nie merkt er den Unterschied, das wird ein guter Geschmack geben. Aber die Resultatität kann auch der andere Seite sein, und ich glaube, wir als Christen haben uns manchmal überlebt, dass wir in Gestank sind, dass wir schlecht das Salz sind, und gleich diesen guten Unterschied merken, und dass eben der Welt nicht an seinen Jahren hat. Und Jesus sagt, wir wollen uns verfolgen, das ist Part von der Christen, nicht? Aber ein General, geht mal, wenn die Welt nicht von dem Christentum weiten will, wenn die Welt nicht von den jungen Menschen weiten will, und auf einmal erst du eine Trouble zur Lösung, und dann checken sie doch. Dann kommen sie doch nur sein. Was würde ich sagen? Was sagt die Bibel? Salz sein, was ein guter Geschmack hat.
Ich habe für viele Jahre im Volleyball gespielt. Und vielleicht hat ich euch einmal gesagt. Weil nach wie vor, wenn ich mit dem Volleyball-Team hatte, ein Stück gespielt oder ein Turnier. Und dann kommt ein von den Männern, was da anladen wird, und dann sagt er, die Jungen sind ein Christen, nicht? Wir haben niemals was gesagt, wir haben niemals was bewiesen, wir haben ein bisschen gespielt und war hier vor. Aber wie irgendwo was geloten. Ich weiß nicht, wo das wir. Aber wir wurden Geschmack geblieben. So, wir als Christen sind abgefordert, ein guter Geschmack zu loten in der Welt. Kommt das immer von selbst. Und eine sämtliche Natur ist nicht so, dass wir ein guter Geschmack loten. Wir sind ehensinnig, wir sind ehenkoppig, wir sind wirklich, wir sind nur uns. Aber Jesus Christus verändert dort, dass die in erkennen, guter Geschmack geben. Gutes Salz zu sein. Wenn wir die Hand ein Teil Salz am Erden nennen, oder Fansalz, was passiert nun dem? Eine friesische Träger hat ein Jas gerissen, die hast nicht genug gegessen. Was macht es dann, dass es tot riecht, wenn der Meier Jas kommt? Bloß Meier Salz nicht streuen. Wenn man noch ein paar Lied kommt, dann schätzt noch Meier Salz nennen. Und dann kostet man ein Kilo Fleisch ein Teil Menschenfell drin, das ist ein sehr hastig Salz. Was passiert, wenn ich Salz gekriegt habe? Stellt sie nur dem. Was der Salz noch, aus bloß ein guter Geschmack geben. Fangt unter Dorschen. Salz bringt Dorsch. Bringt das Dorsch nur mehr Salz? Oder bringt das Dorsch nur Wutter? Wenn ich kein gutes Salz gehört, dann Dorscht mir Welt und ich sehe, wo eine frische, feine, klare Wutter. Das wird Salz dort. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, wir als Christen, wir als Kinder Gottes sind dort Salz in dieser Welt, Maya, als bloß ein guter Geschmack luten, dachte ich an, dass wir sollen den Menschen ein Dorsch geben. Ein Dorsch nur Wort. Nur, dass die Maya sollen so werden als wie, dass die Dollar sollen so sein als John Leuven. Nur Wort. Nur Wutter. Wer ist dort Lebenswutter? Jesus Christus. Ich glaube, wenn Jesus sagt, hier sein Salz auf dieser Welt, dann ist das unser Abgabe, was Menschen, als Christen, als Kinder Gottes, bei uns so arbeiten, in Chorak, im Dorf, bei uns in Obersch, wo immer wir sind, so ein Schmack zu loten, dass die Menschen anfangen zu kicken und sagen, wow, das wird dein Dad, den Gott will er kennenlernen. Dass er dort ein Dorf gibt, Jesus Christus kennenzulernen, dass er dort ein Dorf gibt, mehr von der Bibel zu weiten, dass er dort ein Dorf gibt, selbst nennt sich kicken und sagen, was sagt die Bibel da wirklich? Salz jeften Dorsch. Die und ich sollen die Menschen nie schwierig merken, mit uns wandeln, mit uns all der Schritt leben, dass die nie schwierig waren, nicht mehr nur mich, nicht mehr nur mich, nicht weg, aber nur Gott, nur Jesus Christus, nur die Bibel. Dass der anfängt zu fragen, was ist das? Ich lasse eine Geschichte, von der, was mich kann, ich weiß nicht lesen, die Geschichten, die vertellen die Geschichten. Aber es ist ein Prägerjahr, der ich wüsste. Und dann fängt er durch ein Soldat. Und er legt du auf die Erde und jetzt sitzt er dort gestorben. Den haben sie hingeloten, wenn es angeschoten. Dann geht er durch und er sagt, weißt du was, kann ich die Wort von der Bibel verlesen? Von meinem Gott mitteilen? Wie sitzt du dort gestorben? Dann sagt der Soldat, was er den Hof dort auf die Erde legt, weil es mich hungert, sei ja. Kann heute auch nicht gehen, mich hungert. Das Mann nimmt jetzt seine Torsche, das letzte Stück Brot oder irgendwas hat und jäfft ihn dort und der atmet ab, das war eine viele Zeit nicht gegeben hat. Dann fragt der Prediger, kann ich die Worte von meinem Gott mitteilen, kann ich die meinem Gott feststellen, wenn ich kämpfe, dann habe ich hier nicht. Und ich war vor Gott gekommen. Sagt er, wie es mir darfst, so gerasslich sei, hast nicht Wutter? Und dann nimmt sie eine Bottle Wutter und jäfft ihn und das er trinkt all sein Wutter aus. Dann sagt er, weiß nicht mehr, was weiten von Gott, die war gestorben. Dann sagt er, mir sei ja kalt. Hast nicht Worte mir abwarmen? Er hat es eine heule Tiet erbieten. Und das Prediger nimmt sie in Warnig, trägt ihm den an, blifft selbst ohne Warnig. Und dann, wenn es dort vor dich ist, sagt es, hofft er dir Soldat, du weißt was? Mir vertraue mir von dem Gott, wo die mir das letzte Eten, das letzte Wut an die letzte Warnig abgeben, für den Hof der dir Mann ab ihr. Den Gott will ich kennenlernen. Von dem wird man arbeiten. Heute hat einen Geschmack. Und er fängt an, nicht schwierig zu sein. Wer ist das Gott? Von dem Gott, was die Erde redet. Und der merkt, die das alles zu tun. Das ist so leuchtturig zu mir. Vertraue mir mal von dem Gott. Dort, wo die in Exil sind, auf dieser Welt. Wo immer wir sind. Im Dorf, in der Ranch, bei der Arbeit, bei der Chork.
Nicht bloß Christen im Sinne formeller. Das christliche Leben ist Leben ein Werk. Mit Abrechtigkeit, mit Leuwiesen, mit Freundlichsein, mit unserer Arbeit, mit uns Anstrengen, in der Schule. Wo wir sind, das gute Geschmack loten, dass die Menschen dann durchschrien, mehr so zu sein als Jesus. Und den Anfang nur amtlich hätten. Was das soll noch? Wenn wir ein Schlemms haben, wir tun nur, was sie sollten ab. Heult dort oder merkt dort schlimmer? Schon drei Seiten Doktor, das heult nicht. Aber wenn du nur studierst, dann weißt du, das Salz reinigt. Salz merkt Bakterien dort, die haben gute Dinge zu nehmen, und ein Schlemms kann sehr häufig heulen. Sieh mir, ist hier ein Doktor? Ein Nurse, wer das kennt? Aber glaube, ich habe alle Erfolg. Salz wird gebrückt zum Reinigen, dort wo er heulen kann. Dort ein Schlemms schwinder, besser wird. Glaube, ihr dacht Jesus an das, wenn sie sagt, ihr seid das Salz in dieser Welt? Glaube, ihr in dieser Welt sind schlimme Horten, Horten von Weideo, zwei Gebrechen. Vielleicht die frühe Horten, zwei Gebrechen von den Mann, oder die Kinder von der Mame, oder der Mann von der Früh. Glaube, ihr seid Menschen an uns Land, an unsere deutsche Dörper, hier in jene York, wo der Weideo am Hort ist. Glaube, ihr? Oder nicht? Ich habe Chavoyes vielleicht nicht. Aber lass mich jetzt sagen, und Jan sieht ja. Von Chavoyes Jan sag ich, du bist Weideo. Menschen leiden. Du hast Schwierigkeit. Menschen ruhen. Menschen schreien nur halb. Wenn die abused sind, wenn die krank sind, wenn die allein sind, wenn die an Drogen sind, wenn die schlecht behandelt sind, wenn die von der Gemeinde geschlossen sind, wenn die von der Fläche geschlossen sind, das ist Weideo in dieser Welt. Und wenn Jesus sagt, die sind das Salz auf dieser Welt. Und Salz reicht der Tobi, dass Dinge können gereinigt werden und geheilt werden. Glaubt ihr, dacht Jesus an das? Wo können die in echte Tobi drehen? Dass die Weideo, die Twellen gehorten, die vielleicht besiedelt auf der Bank sind, die vielleicht im Nobadorp sind, die in den Nobasch herankommen mag, oder du, das kleine Junge, was deine Rüte reinmerkt, beim Stablich. Wo können die Tobi drehen? Dass die Menschen können geheilt werden. Dass das Salz, was die in echt sind, können die Weideo, die Horten, die schlimme Lebens, bitte mehr. Vielmals ist es so einfach, aus einer Brasse geben. Vielmals ist es so einfach, aus Schaf dich und hier. Oder den Ubersch vielleicht einladen für den Kaffee. Oder bloß mal doll sein und horchen. Oder Gott sein Wort brücken. In Schneiden vielleicht. Da unter den Nähen. Wenn Salz am Schlimmsten abkommt, ist das möglich? Ja, das scheint. Da wird das verscheinen, ohne es dann abstrehen. Das war. Vielmals. Wenn mein Hort schlimm ist, mein Leben vielleicht voll Sinn ist, du wollt ihr oben sein. Und ich komme mit Gott sein Wort. Und ich lese ihn falsch fair. Und ich hole die vier, was die Bibel sagt, das war. Das ist unmöglich. Aber das halbt zum Reinigen, dass das hart rein wird, dass das heulen kann. Wie alle, was von der ersten Mal hier bin, sind abgefordert, das Heilungsmittel zu sein. Sollte zu sein, dass unsere Nubasch, dass unsere Kinder, vielleicht an unsere Familie, keine Heilung erfahren. Nicht durch uns, durch Gott. Durch Gott sein Wort. Dass der Lebenskern gereinigt wurde, dass der Sinn kann ausgetrieben werden und dass das Leben sich verbessern kann. Dass die Heilung passieren kann am Hort, an Emotionen, ist körperlich, physisch, wo immer die Heilung fehlt. Und die und ich sind abgefordert, du mitzuhalten. Das sollte sein. Was den Unterschied merkt und die anderen Menschen erleben. Was das sollte noch? Das war ein bisschen über 50 Jahre, glaube ich. Wer von Ihnen kennt Schwein schlachten? Na, dann kommt ein Schmacker, gerade Kostenhahn mit Salz. Kennt dort wer von Ihnen? Meistens eben 50 Jahre, sind ein paar vielleicht eine 40 Jahre. Dann kennen Sie nur mal nur dieses Lied vorhin. Hilf mal hier, kommt ab, wer das kennt. Kennen Sie mal nur das Lied vorhin, da wollen Ihnen sagen, was Salz noch tut. Ein klein bisschen was Ihnen sagen. Salz bewahrt. Salz, das hält gut.
Und ich wollte nach Krak, wie meine Großfurasch. Und komme stinken Kosten, du wie Salz und du wie ein Schweinfleisch bin. Ganz mit Salz angestoppt, alle Wehen und immer Salz. Und da bleibst du im Monat in Gott, ohne Diebfries. Woran? Wenn das Salz hält Gott, Salz bewahrt. Wenn Jesus sagt, hier sind das Salz auf dieser Welt, glaub ihr doch, der uns bewahrt. Welcher wie aus Kinder Gottes, welcher wie Christen, der Welt bewahrt. Das wird auch Gott ihn abgehoben, nicht? Aber er bringt uns als Christen, als Salz, zum Dinge bewahren. Viele Gesetze wurden in dieser Welt geändert. Nie Krieg schafft unsere Regierung mit unserer ganzen Igualdad de Genero, Gays und Lesbians und diese, dass die seltsame Geschlecht sich befreien können und Kinder annehmen. All so was passiert. Abortion, Kinder oft rieben, wenn wir jung sind. Aber es sind immer wahr eine Gruppe Christen, die steht durch jeden. Die beten durch jeden. Die schrieben einen Brief in der Regierung und sagt, das stimmt nicht, was die Bibel sagt. Wenn du nicht eine Gruppe Christen wirst, was du lange geschafft hast, nicht bloß Plattdeutsche, viel, viel mehr Spanisch als Plattdeutsche, dann wir all unsere Welt ganz überkap. Und das ist ein Beispiel, und jetzt wieder und wieder rüht, wir von jeden kann zusammen. Alle, nicht, wir sind alle Plattdeutsch. Für wie viele Jahren könnt ihr in Seminole kein Bayer halten, nicht mehr Freiheit, kein starkes Getränk. Wo dann nicht? Wenn wir in der Gruppe gehalten, in der Gruppe Christen, die sehen das Werbe hier nicht. Die Sturm fehlt uns hier nicht. Die bewordene Sache. Matt, dass du hast vielleicht ein Bibelfarsch mitgeschickt auf WhatsApp, vielleicht in deinen Status, vielleicht mit diesen Jungen, du auf der Gast gerät, vielleicht mit ein paar Ehele gerät. Wo viele Lebens, hast vielleicht ihr Rat. Bloß einfach Zeit nehmen, zum Sessen im Sinne weiter anhorchen. Und du hast vielleicht bewahrt, dass du sie das Leben nehmen. Du hast vielleicht bewahrt, dass du ein Heli dir nicht ging. Ich war noch eine Geschichte vertellen. Ein Jung, bleiben wir den Peter nennen, der geht in den Haus von der Schule, der hat seine Bücher alle mit, ein großer Teil Bücher, all seine Schulsachen. Und er ist aber weich in den Haus. Und hier wäre es voll in seine Bücher rauf, alle nur der Flur. Und da ist ein anderer Junge kommt vorbei, und der sitzt dort, da sind seine Bücher alle rauf gefallen. Und er geht durch, halb seine Bücher alle abzuheben. Und während er den hat, halten sie die Bücher abheben und alles drehen in die Schultaschen an, dann wurde er durch. Dann geht er mit den Taupen und fragt er, was die Namen und was heißt. Und sie gehen mit diesem Jungen, was du vorbeikommst, um zu halten, mit seinen Hüßen und sagt, hey, wenn du hier um uns vorbeigehst, komm dann. Meine Mama hat fast bereit, kommst du fast bei dann. Das Junge kommt fast bei dann, der wird wenig verteilt, aber sie werden Freund. Luther geht das Junge in den Hüß, wo die Bücher werden raufgefallen. Nächsten Tag kommt der Trainer Schaul. Sie trafen sich die Wahrheit, wie ihr mit dann Frauen warst, trafen sich die Wahrheit, und das jäfft du in Geld für den Steck. Sie gehen ganz durch die Schule, durch die Hochschule, jeder einer jetzt in Weichen und Universität, einer lehrt eine Sache, einer lehrt die andere Sache. Aber eins war nachher, ab der Graduation, trafen sie sich Wahrheit. Wenn es das Junge, was in die Bücher werden raufgefallen, trafen sie sich, du ab der Graduation. Dann sage ich dieser Tajan, denkt ihr doch noch, wenn es wie da in Dortmund vielleicht in der Sekundaria wird, dann triffst du mich am Weg, meine Bücher werden alle raufgefallen, ich habe all meine Schulsachen mit, dort liegt alle bei ihr. Denkt die noch von dem Tag? Ach, sie sagt, da habe ich mehr von verjährt, aber das denkt man noch, du warst wie Freund. Dann sage ich, da hast du ihn aber gefragt, ich an dem Tag in der Mitte von der Schule, ja, all meine Schulsachen mit dem Haus hat. Das will ich nicht im Schul abhören. Woran lässt heute all meine Schulsachen mit dem Haus? Was sagt er, hat keine Freunde in der Schule? Das Schulleben hat keinen Sinn. Ich dachte, das Leben wird durch. Ich packt all meine Sachen ab, nehme die mit dem Haus und ich kann es klar. Den Tag gehe ich in den Haus und hänge mich ab. Ich habe Schluss mit meinem Leben. Das ist durch. Ich habe keinen Sinn mehr. Aber du kommst und weißt mir, was ihr läuft. Du kommst und du weißt, wie es wird dran an mich. Kreuz mir nimmt der Fassbar, Hand verteilt, du wirst mein Freund von du wieder. Und von dir sing vor ich mit Schul. Ha, viel Vision für das Leben.
Mit der Beke der Abhebung bewahrt er eine Säule. Die Bibel fordert uns ab, sollte sein auf dieser Welt und zu bewahren, verbeuset, zu beten, Freund zu sein, du sein für die Menschen, wo das neu dich fehlt. Und du sein viele Menschen, wo das neu dich fehlt. Bewahren. Mag Gott uns halten, wie soll das dort sein? Was den Geschmack gibt, was der Durst gibt, was der heult, was der bewahrt. Das sind ein paar Dinge, was Salz hat. Noch viel mehr passiert. Wenn Salz wörtlich schafft. Das sind ein paar Dinge, was dir und ich sind abgefordert, in dieser Welt zu tun. Das fehlt an dir. Das ist wichtig an dir, dass dir in dieser Welt bist. Wenn Gott auf die Hand gestellt hat, dann schreibt mir. Du lud, was mir das Salz. Der nächste. In Vers 14 sagt er, Krexos hat gesagt, ihr seid das Salz und ihr merkt in dieser Welt nur gescheit, sagt ihr seid das Licht. Ihr seid das Licht in dieser Welt. In Kartop gefut, sagt er, dacht, lud das Licht dachen. Wer von jünd gleift dort, wie wir denn vorig waren, ein Dach, ohne Licht auf dieser Welt. Und ich rede nicht von dem Licht, von Elektrizität, ich rede von Licht. Ihr wollt nicht, wenn es Gott der Welt merkt, dann merkt er erst das Licht und dann der Sonne, ja? Das wenig jetzt, als ihr denkt. Ich möge Gott Licht und dann möge das an. Und wenn er redet von Licht, wenn er sagt, lud ihn Licht dachen, dann redet er nicht von Elektrizität, wie das wieder angeht. Aber wer glaubt, dass wir würden ein Tag leben bleiben, diese Welt wird ein Tag vorig werden ohne Licht. Hilf mir Hand ab. Ich hoffe eine Person Hand ab. Mir hilft auch keine Hand ab. Vielleicht glaubt ihr das alle. Was passiert, wenn diese Welt kein Licht hat? Wir verlieren Doubt. Wir rahmen uns Eva. Das kommt noch nicht an. Wer glaubt, dass Licht wichtig ist auf dieser Welt? Nicht so ungefähr ein Viertel, was das glaubt. Die anderen glauben nicht auch. Wer muss sich die Hand abheben? Licht ist wichtig, sehr wichtig auf dieser Welt. Und wenn Jesus sagt, du und ich, und wie sind das Licht auf dieser Welt, seht ihr dann, wie sind wichtig auf dieser Welt? Dann sagt Jesus, das fehlt hier und dir. Das fehlt, dass du auf dieser Welt bist. Das fehlt, dass du lebst. Wenn du bist wichtig, mir fehlt das an dir. Woran? Wo das Licht? Ein paar Dinge. Da kann ich gefragt, wo lange ich kann reden, aber ich will mehr was vorig sein. Wo das Licht auf dieser Welt? Nummer 1, das dacht. Das schient. Zum Wort. Zum Wort brücken wir Licht. Wann wir mal sind in Wapoka, ihr warst, du deut bei einer Boy, da haben wir alle ein Licht mit. Zum Wort brücken wir das. Zum Sein, wo wir selbst gehen. Zum Sein, wo die Wahrheit. Dass wir auf den rechten Weg der Lenkung nicht irgendwo den Scheiben oder von der Kante rauffahren. Jemand vertellt mir hier zu Morris, der hat nicht sein können, wenn du die Tuffe lässt, dann kann sie ihn nicht sein, dann pflichten wir das egal, oder? Ohne Pflichten. Wir brücken Licht in dieser Welt, dass wir sein können. Wir brücken Licht, dass wir weiten, wo der rechte Weg ist. Zu was brücken wir noch Licht? Damit der Wort besiegt uns sein, der Wort Raum uns sein können, wo der rechte Weg ist. Dass die Menschen, die besiegt uns, sein können, wo das der Länge geht, wo der Weich ist im Himmel. Wir siegen alle den Weich im Himmel. Alle. Uns plötzlich das Volk siegt nur den Weich, nur den Himmel. Und die tun irgendein Wort, zum du proben Hand zu kommen. Die merken sich, ich seine Pecken und erreden an und glauben, du darfst in den Himmel kommen. Die singen, gewisse Art Leute, gewisse Art Leute wohnen, gewisse wie im Strück. Da und irgendein Wort merken nicht mal Lächeln, Tim, nun Himmel kommen. Und dann sei wie das nicht der Reich der Wach. Die tun dort, wie in der Welt, die siegen den Wach im Himmel. Aber wir als Christen, haben ich sei nicht gedacht, glaube ich. Haben ich klar nicht gedacht, mit Gott sein Wort, und die haben den Wach nicht noch nicht gesehen, wo der Reich der Wach ist. Der Reich der Wahrheit ist bloß durch Jesus. Wir sollen den Wahrheit nicht. Du und ich sind abgefordert, Licht zu sein und dort Dachen zu loten. Dort ein klar Dacht, dort die Menschen darum uns sein können, wohnt der Wahrheit im Himmel ist. Durch Wort, sie wollen im Himmel kommen. Wir sind abgefordert, dort zu tun. Und er sagt hier sogar in Vers 15: Kein Mensch steckt eine Lampe an, oder switcht ein Licht an und bestellt der ihren Armer. Der Wort doch hier auf dem Lampenhöhle gestellt, dass du für alle Menschen im Haus Licht hast.
so lud er peinlich vor den Menschen schien, dass sie jene Gäste worden seien und ihren Vater im Himmel zu verloben. Was sag ich da? Von der würde ich sagen, merkt ihn lech mal an, lud das mal dachen. Nicht, dass er uns sein kann, nicht im Wesen, weil Gott ex sie. Aber dass er weiß, nur Gott, nur das graute Lech, nur das wahre Lech, was ab ihrems in euer Schritt merkt. Ich war niemals für ihr Start, und wir sind sehr wenig Menschen. Anfang war der Lied, Anfang am Strück in der Wüste zu wohnen. Wie fuhren zu oben, du am Strück nennen, ein Taxi fuhren zu nennen, alle roter Pickup, war ich niemals für ihr. Wir hatten alle Angst, das ging bloß in der Dichter in der Wildnis nennen, wissen wir schon, wo das Hand ging. Ich wollte besonders meine Mama wie abgerecht, meine Mama abgerecht sein, seine Kinder auch alle abgerecht. Nun, weit nicht wohl lang vor in einer düsteren Finsternis, ob ein Saal wie ein kleines Lech, eine kleine Bulb, das Dach durch. Das wird nicht für uns abgestellt, das wird für ein paar Lied, die haben eine Truckbatterie, die haben eine 12-Volt-Batterie an, dass sie tüßen wird sein können, eine 12-Volt-Bulb. Aber dort Lech kann ich von der noch sein. Dort gibt es Hoffnung. Hier wir wort, hier lebt wort, hier wir eins wort. Und wir wollen nicht mal nur das Lech. Aber das gibt Hoffnung im Leben. Wenn wir an der finderischen Welt gehen, glaube ich, wohnen wir in einer düsteren Welt, in einer Welt, wo Hoffnungslosigkeit ist, wo Menschen dort schlagen, wo Menschen unmütig sind, wo die Menschen bloß am düsteren Raum beseln. Das ist eine sehr düstere Welt. Und was passiert, wenn die nur dachen ist? Das gibt den Menschen eine Hoffnung. Das gibt den Menschen eine Rechnung. Das gibt den Menschen ein sicheres Gefühl. Wenn du es bist, ihr Lech, kriegst du es in eine große Finsternis. Und ich sage dir, dort Lech, was du bist, dürft nicht mehr da. Verstärk dort nicht, dass du ein Christ bist. Ein junger Christ hat sich bekehrt, nicht in die Geschichte an, die vielleicht geht. Und der Vater nur stets zum Schafen. Und wenn es ein Trich kommt, dann fragt der Pastor ihn, wo schafft er dort mit dem christlichen Leben? Wo kommst du allein mit dem christlichen Leben? Oh, sagt der Säuer-Fan. Es ist keine angewordene, dass ein Christ wird. Dort meint den Armer überstellten. Und hier sagt er, das doch nicht. Lut ihn Licht dachen. Sei den Menschen dort. Jesus hat mich frei gemerkt. Jesus hat mich den Weg gewesen. Sei ich den Menschen dort. Wenn die wollen nicht sein, die wollen nicht hören. Und viele wollen vielleicht sein, best ever geschoten, best rahlen, best von whatever. Das passiert. Aber kriegt euch, was zu dir sagt, die best ever geschoten, die best sein Übband und die best weit whatever und die best erheilig. Die selbst Personen stehen in ein offenen Kitten und die erwarten, dass du nicht mehr ertrinkst, dass du nicht mehr so fliegst, dass du ein ohne Leben hast. Wenn die wollten dort, du hast was, was die nicht haben. Die wollten dort, du hast was, was du fehlt, was ihnen fehlt. So, wenn wir uns nicht lauten dachen, du bist wichtig in dieser Welt. Gott fehlt dort an dir. Und wenn eine Person dann, wo ich am Anfang sehe, zu mir sieht, Gott dort nicht, Gott dort. Auf die hier angestellt. Und dieses mangt die in den Obersten, mangt die DARPA in dieser Welt. Und unerscheid mir. Das ist wichtig, dass du hier bist. Das ist wichtig, dass du noch lebst. Dass Gott die brücken kann. Aus Salz, aus einer Bulb, aus Lech. Dass diese Welt ein bisschen mehr Hoffnung findet. Dass diese Welt ein bisschen mehr Leben erfährt. Dass diese Welt ein bisschen mehr Wärme erfährt. Das ist das nächste Ding, was Licht hat. Das wärmt. Das ist eine kalte Welt. Nicht bloß eine düstere. Eine kalte Welt. Da fehlt Leib. Da fehlt viel Leib. Eine Familie, manche Kinder, manche Menschen, eben die, die schrecklich viel bei sich begonnen. Da fehlt Leib. Die sind kalt. Und die und mich haben Gott die Hand gestaltet, die sollen, die warten warm. Und wir schreiten mir, was die Tabi drehen, dass es keine bittere Welt sein, dass es keine Dache sein, dass Gott seine Leib wirken kann durch uns. Saltenlich, sei ja einfache, all diese Dinge. Du denkst nicht mal an. Wir gehen und holen Salz und brücken dort so viel, es fehlt, wo immer das fehlt. Aber eine sei ja welche Sache. Wohnen wir nicht mehr lang leben. Licht knöpfst du bloß an, switchen an. Sei ja einfach, sei ja all das. Aber wenn einmal das, dann sei man ein. Dabei denkt ihr, seht Jesus, dieser je, dieser wie, aus Kinder Gottes. Wer wird das nutzen? Wer wird in den Kill? Das nächste, wenn wir Lächeln merken, das nächste, wenn wir es essen sollten, dann du denken, das wird Gott sehen, was ich sehe. Und ich will klar das Lächeln. Und die Menschen sollen das sein. Und Talats, in der
saßt jener Pharisäer, hat lotjünlich vor den Menschen schien, dort sie jene gute Worte sein, zu Wort. Dort sie sagen, wow, das ist ein feiner Mensch, das ist ein guter Prediger, nicht? No, der sagt nur zu Wort, dort sie jene Futter, Gott im Himmel, du verloben. Das sollte nicht licht, was die in euch sehen. Die hat nicht am zu sein, was gut ist. Das hat am den Menschen zu wiesen, dass sie sein, wer Gott ist. Dort sind da schrie nur arm. Und dass mehr Menschen wollen ihr Rat wollen. So mach Gott uns halten, mach Gott uns Genut geben, Fred geben, das Überleben. Um Alltag. Nicht ans Licht bestellten, nicht schlecht das Salz sein, aber Salz sein, was diese Welt fehlt. Gott kann Genut geben, aber die nehmen uns Pott dem. Gott wird nicht dem, was die ihn erkennen. Dort liegt in uns. Weil wir beten. Vor dem Himmel, ich danke dir von der Samarius für deine Leibe, für deine Klarheit in den Wut, für deine Genut, für deine Allmacht und bloß einfach für wer du bist. So groß und wunderbar und allmächtig ist du bist und du gibst danach was Raum an uns Menschen hier. Und ich habe vielmals viel, dass diese Welt so distant, kalt und lieflos ist. Aber du Krieg hast gesagt, dass jeder einer von uns, wer dich kennt, wer dich in unsere Horten abgenommen hat, dass wir sollen in Unterschied merken hier. Dass wir sollen hier dachen, wir sollen hier einen Geschmack geben, wir sollen hier durchgeben, dass die Menschen wollen dich an dir. Dass diese Welt kann verändert werden durch dein Wort. Halb uns her, dass wir das können tun. Wir stehen da toll, wir kennen das gleich. Ohne deine Kraft, ohne dass du uns bestehst. Dann habe ich Freude, dass du uns was bestehst, Kraft geben, Ansicht geben und dass wir mit Open